Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farpoint. Heute umkreisen wir diesen Stein ganz geschickt und machen sie jetzt alle so fertig. Hey, so kann man auch richtig gut ziehen. Ich meine, ich laufe zwar nicht, aber ich kann so tun, als würde ich laufen. Laufen, laufen, laufen. Okay, die Kabel stören echt immens. Es wird Zeit für eine Virtual Reality Brille ohne Kabel. Ganz ehrlich. Ich meine, wenn man sich so die Werbung von VR, von PlayStation VR anguckt, dann sieht man immer, oh, die ist ja so klein und man kann sie immer und überall benutzen. Nein, da ist so ein fettes Kabel mit dran. Okay, man kann es abschließen. Hallo, weg mit dir. Okay, ich hoffe, du warst alleine. Nein. Vermute, da kommt gleich noch ein bisschen mehr. Aber hoffentlich nicht von hinten. Ich glaube, die Entwickler haben daran gedacht, dass nichts von hinten kommt, damit man keinen Herzinfarkt bekommt. Ich war schon so kurz davor vom Herzinfarkt. Bin ich weit weg vom Mikro? Nein. Okay. Trotzdem Angst, dass irgendwas von hinten kommt. Na los. Wo seid ihr, ihr kleinen Wichser? Das ist nur der Wind. Das ist nur der Wind. Mach euch alle kaputt. Ich kann mir vorstellen, dass diese Position hier nach einer Weile ziemlich weh tut. Deswegen werde ich erstmal ein bisschen stehen. Und sobald ein Gegner kommt. Alle neuen Dateien abspielen. Da hab ich mich erschrocken. Ich habe nicht aufgepasst. Sichtkamera. Ist das die Pilgrim? Nein. Nein, aber ein Teil von ihr. Es muss beim Eintreten von der Station abgebrochen sein. Ich schätze, das ist unsere Energiequelle. Hallo? Jemand da drin? Komm schon. Ah, das ist von ein Splitter von der Raumstation. Alles in dieses komische Loch reingesaugt worden. Es ist nicht hübsch. Aber es bietet Schutz. Batteriepacks. Wenn wir die Hüllen entfernen, verstärken wir damit unser Signal. Du machst das. Ich kümmere mich um das Gerät. Bitte schön, Dr. Moon. Die sieht so klein aus, so kleinwüchsig, oder? Kommt mir das nur so vor? Hey, hier stimmt was nicht. Was? Diese Batterien. Sie sind alle nur 1% voll. Das ist genug. 1% reicht für 6 Monate. Ja, aber warum sind sie alle leer? Hallo? Klingt nach Interferenzen. Stimmt. Gibt bestimmt einen Haufen Strahlung her. Aber wie kontaktieren wir dann jemanden? Wir versuchen es weiter. Überlebende gehen weiter. Die ist kleinwüchsig, Leute. Die, keine Ahnung, die sieht seltsam aus. Also, soll jetzt nicht beleidigend, diskriminierend sein. Pilgrim, hier sind Dr. Tyson und Dr. Moon. Antworten Sie. Pilgrim, falls Sie uns hören, wir kennen unseren Standort nicht. Wir haben kaum noch Notrationen, fanden aber eine Wohneinheit. Mit ein paar extra Rationen zur Verpflegung. Wir leben. Sie auch? Bitte antworten Sie. Eva, mach mal eine Pause. Du machst das seit Stunden. Hier. Das letzte aus meinem Anzug. Irgendein Erdbeerschleim. Entschuldige, ich
Dachte, der Deckel sei zu. Schon okay. Ja, genau. Was meinst du? Als die Pilgrim zerbrach, hinterließ sie eine Trümmerspur wie diese hier, richtig? Ein Stück haben wir. Wir sitzen gerade darin. Aber wenn wir die nächsten Teile finden, berechnen wir daraus Tempo und Flugbahn der Station. Wir finden raus, wo die Pilgrim abgestürzt ist. Bist du dir sicher? Nichts Besonderes, aber mehr haben wir nicht. Wir folgen einfach der Spur aus Trümmern. Probier weiter das Funkgerät. Und pass auf, dass die Tür gut zu ist. Erwarten wir den Besuch? Mach's einfach, okay? Also haben sie doch Waffen. Ja gut. Schade. Ich dachte, ich wäre jetzt hier der Retter. Mit seiner coolen Waffe. Ja gut, ich meine, überall liegen Granaten rum, weißt du? Raketen. Da werden die auch drauf gestoßen sein. Wir kommen dem Vulkan immer näher. Okay, Eva. Ich bin dicht hinter Ihnen. Dr. Tyson, falls Sie mich hören können, ich folge der Trümmerspur. Aha, komm sicher mich ran. Huhu. Das war close. Skill. Okay, das war nur ein Stück Fetzen. Alles gut. Kein Gegner. Mit Bugs komme ich klar. Mal gucken, was noch passiert. Ich meine, das sind die ersten Gegner, Leute. Also ich denke mal, es ist schon gewollt, dass die ziemlich einfach sind. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, mein kleiner Freund. Aus der Luft gegriffen. War das jetzt eine Leiche oder war das echt? Das ist nur eine Leiche. Da kommen sie aus dem Schatten, ey. Oh, noch mehr. Das war close. Es ist eindeutig zu dunkel. Ich werde keine Munition für dich verschwenden. Aber für dich auch nicht. Das geht tief runter. Wir sollten hier nicht runterfallen. Ich muss mich ab und zu umgucken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier safe sind. Wir sind ziemlich nah dran am Vulkan, sagen wir es mal so. Also ich hoffe mal, dass der nicht explodieren wird, wenn wir mal näher kommen. Das habe ich gesehen. Wo? Frage ist, bringt das mehr auf ihren Sack hinten zu schießen oder ins Gesicht? Das ist hier doch die eigentliche Frage. Was soll das denn? Dann werfen die erstmal mit ihren letzten Freund rum, ey. Aber dafür wusste ich, dass sie kommen. Dein Dippen. Kommt das aus dem Vulkan? Was ist denn das für ein Vulkan? Ein Sturmvulkan? Ja gut, der ist auch so komisch blau, ne? Ich weiß nicht, ich will hier nicht durch. Seismische Aktivität registriert. Oh shit! Cass, Anzugstatus. Anzughülle ist intakt. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, das sollte verhindern, dass man dass einem schlecht wird, weil es einfach so ein sauberer Übergang war. Hinweis. Zur holographischen Datenrettung bitte alle Fragmente lokalisieren und scannen.
Aber wenn sie hier ist, dann muss doch irgendwo die Kapsel sein. Das war eine Rakete. Oh nein, ey. Zero, keine Raketen schießen, wenn du Freunde anguckst. Siehst du das? Was ist los? Da ist Ausrüstung. Überall verstreut. Müssen Trümmer sein von der Pilgrim. Da sind Schrotflinten, Munition, ein paar Rationen. Klasse. Kann nützlich sein. Sammle es ein und ich markiere die Koordinaten. Wir können später zurückkommen. Nein, wir kommen nicht später nochmal her. Wir finden die Pilgrim und verschwinden hier. Das ist die Mission. Ich gehe weiter. Das ist meiner? Platziere den Controller direkt auf der Waffe in der Welt, um sie aufzuschieben. IP Schrotflinte besitzt auf kurze Distanz maximale Mannschnaubwirkung. Sie bietet halbautomatisches Feuer mit 7 Schuss Munition und einen eingebauten Granatwerfer. Ein eingebauter Granatwerfer? Zum Nachladen die angezeigte Taste. Ah, es gibt verschiedene Tasten, okay. Oh shit! Ja! Ich bin tot. Weiß nicht, soll ich. Das ist das. Ist es nicht eingebauter Granatwerfer? Ich nehme meinen Raketenwerfer, was ist denn los? Komm her, Dudnikowski. Oder liegen die hier noch irgendwo? Okay. Wie viel größer werden die Dinger denn noch? Sicherheitshalber. Ich weiß jetzt nicht, wie tot er ist, aber jetzt dürfte er sehr tot sein. Holy shit. Okay. Wir haben also jetzt eine Schrotflinte und den hier. Okay. Aber das Wechseln der Waffen ist cool. Nice Geschichte. Nice Geschichte. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und für diese Penner werden wir auf jeden Fall die Raketen aufsparen. Wo ist der Kleine hin? Wo ist der verdammte Kleine hin? Da. Ich hab keine Ahnung. Ich schieß einfach auf die, bis sie platzen. Fertig ist. Keine Ahnung, ob die jetzt eine Schwachstelle haben. Stell dir vor, ich habe keine Raketen mehr. Ich habe jetzt noch 2 Raketen. Wie mache ich dann so ein fettes Viech platt? Einfach draufballern, bis es umfällt? Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten immer schön Augen auf Munition gerichtet. Sind wir jetzt im Vulkan? Umgebungstemperatur steigt an. Ja. Kühlungssystem aktiviert. Wir sind jetzt im Vulkan. Ich gehe jetzt lieber rechts lang, weil links lang sieht mir irgendwie so aus, als würde jeder gehen. Nicht mit mir, brah. Kanonenfutter. Das mache ich doch weg, easy. Ist ja dann gleich wieder so ein Fetter. Ich weiß jetzt nicht. Das heißt, wenn ich da. Einer ist irgendwo noch am Leben.
Bleib da hinten, habe ich gerade so. Ah, da hinten ist so ein fettes Viech. Nicht mit mir, bruh. Ich wusste, dass einer noch am Leben ist. Ich wusste es. Und da hinten ist so ein fettes Viech. Auf den kriegen wir von hier hinten. Moment. Muss mal kurz gucken, wie ich stehe. Oh. Ich habe mich zu viel gedreht. Ich muss Munition sparen. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel bringt. Wenn man stimmt gerade nicht. Okay, so ist besser. Jetzt stirb halt! Was ist mit meiner Waffe nicht in Ordnung? Ah, jetzt habe ich das Problem gelöst. Die war irgendwie schief. Hat sich seltsam angefühlt. Bist du jetzt tot? Oh Mann, ich will nicht. Da sind zwei. Ich habe noch eine Rakete. Was ist das? Nimm es mit! Oh, das ist Shotgun-Munition. Die taktische UEP-Schrotflinte besitzt einen eingebauten Granatwerfer. Die hochexplosiven Granaten explodieren 3 Sekunden nach Abschuss oder sofort, wenn sie einen Gegner treffen. Die taktische UEP-Schrotflinte fasst insgesamt 10 Granaten. Okay. Wir wissen, dass einer hier noch lebt. Ich habe ihn nicht getroffen, ne? Shit, 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 shit! Zieh dich, Kleiner! Es geht nur um den. Nur um ihn. Oh. Da ist ja noch einer! Was ist denn los mit euch? Ist er tot? Ich hatte keine Wahl. Er kam mir ein bisschen zu nah. Alter. Guckt euch das Viech an. Ist das dein Kopf oder was ist das? Heiliger. Naja. Wie stehe ich jetzt gerade? Wieso bewege ich mich? Ich muss mich kein Stück bewegen. Trotzdem tue ich es jetzt. Licht! Ich habe Licht gefunden. Okay. Okay. Ich falle hier versumpft vor Schreck.
zieht euch. Wer auch immer hier ist. Ich hab nur noch die Granaten, ne? 4 Stück. Das, Freunde, ist nicht viel. Wie bist du denn hier durchgekommen? WTF! Und schon bin ich wieder alleine. Ich mag diesen Ort nicht. Ich mag diese fetten Viecher nicht. Dieses kleines Gesindel. Was wollen die überhaupt von mir? Ich meine, ich bin so eine kleine Fliege. Die werden doch von mir nicht satt. Komm, töte deine eigenen Freunde. Genau das habe ich erwartet. Ah, hat er nicht getan. Easy. Sagte er, bis so ein Riesenviech wiederkommt. Und ich habe keine Granaten. Gar nichts. Oje. Oje, oje, oje. Aber wir wissen, wir können ihn auch so erschießen. Und zur Not haben wir halt noch hier die Shotgun. Die ich gerne mal einsetzen würde. Aber die hat halt nicht unendlich Munition. Gesundheit. Das war close. Noch haben sie mich nicht richtig angefasst. Außer einmal der Dicke. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Da wusste ich nur nicht, wie ich mit ihm umgehen soll. Also wir laufen höchstwahrscheinlich mit der Waffe durch die Gegend und wenn es wirklich nötig ist, hole ich die Shotgun raus. Ja, ich würde sagen, ich bin drin. Ich bin drin. Wieso ist das manchmal blau? Wieso ist das blau? Es muss irgendein Erz sein. Irgendwas Seltsames. Oder der Boden. Der Boden könnte Mineralien beinhalten, die das Ganze blau wirken lassen. Weil ich glaube, rot macht. Ich glaube, der Sauerstoff macht die Flamme rot, ne? Es könnte hier Helium sein. Oder die 63 anderen prozentualen Dinge. Ich kann euch alle sehen. Ah, da ist noch ein Teil von der Pilgrim. Warnung. Bewegungen registriert. Mehrere Quellen aus mehreren Richtungen. Scheiße. Ich geh da nicht runter, Leute. Ich geh da nicht runter. Ich gehe da nicht runter. Zumindest heute nicht. Freunde, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gehe ich da runter. Und dann gucken wir mal, ne? Haut rein. Euer Zero. Tschüss.